Kümmer. Och nö, jetzt nicht, oder? Solange du mir versprichst, dass er vorsichtig ist, ist alles gut. Hauptsache, meinem Opfi-Pieps passiert nichts. Auch dem geht's gut. Gut, jetzt vielleicht nicht mehr so, aber... Tja, da muss ich wohl das Handtuch werfen. Dein Rufus scheint sich wirklich gebessert zu haben. Oh, der arme Vogel. Ach komm. Der tut mir jetzt schon leicht leid. Na holla, da ist ja das gute Stück. Hast du ihn endlich gefunden? Ja, klar. Das hat aber lange gedauert. Ich hoffe, du hast kein Chaos angerichtet. Niemals. Aber genug geplaudert. Boso wartet bestimmt schon. Entspann dich, Rufus. Es brennt ja nicht. Ha, genau, genau. Oh oh. Was riecht hier eigentlich so seltsam? Rufus, hast du komplett den Verstand verloren? Du hättest beinahe Oma Utz Hütte in Brand gesteckt. Alles im Dienste der guten Sache. Dein Selbstmord? Meine Reise nach Elysium. Aber Rufus, das hatten wir doch schon. Ich dachte, du seist endlich vernünftig geworden. Geworden? Geblieben. Und genau darum wird mein Plan diesmal aufgehen. Und was soll das bitte für ein Plan sein? Wonach sieht es denn aus? Nach dem Versuch eines Wahnsinnigen, das Prinzip von Aktio und Reaktio zu widerlegen. Na dran. Ach du große Grütze. Sobald ich auf diesen Blasebalg trete, wird der Korken nacheinander die drei Zielscheiben treffen, was infolge einer spektakulären Kettenreaktion die Raketen zünden und das Halteseil kappen wird. Ich habe alles berechnet. Schau einfach zu und lerne. Und halt dich von dem Fallbeil fern, wenn du deine Finger behalten willst. Was? Was zum... Ich will es gar nicht wissen. Das erste Ziel öffnet den Gashahn am Bunsenbrenner, der daraufhin die Zündschnur entfacht. Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Korken den Bunsenbrenner einfach umwirft? Mein Aufbau fußt auf Wissenschaft, nicht auf irgendwelchen nebulösen Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlichkeitsrechnung ist ein integraler Bestandteil aller Wissenschaften. Tja, bei dir vielleicht. Meine Wissenschaft beruht auf Hörensagen und innerer Überzeugung. Und gerade das ist das Problem, Rufus. Nachdem der Korken von den anderen beiden Zielscheiben abgeprallt ist, wird er genau hier einschlagen. Ich habe alles genau berechnet. Wie hast du das berechnet? Wie man Sachen halt berechnet. Man legt sich eine Weile hin und im Schlaf kommen dann diese mathematischen Formeln. Um Gottes Willen. Hilfe, ich will das nicht tun. Kann ich hier noch was anschauen? Ja. Als zweites prallt der Korken von dieser Pfanne ab. Das bezweifle ich stark. Auf welcher Basis beruht diese Annahme denn? Naja, ich habe eine Zielscheibe drauf gemalt. Oder etwa nicht? Oh Himmel. Oh ja. Die Feuerwerkskörper zünden, sobald das Sägeblatt in der Luft ist. Dann erzeugen sie genug Spin, um mich direkt nach Elysium zu katapultieren. Ab der Hälfte begleiten mich sogar Adler. Wenn meine Skizze stimmt. Um Gottes Willen. Ach, da ist Elysium. Guck mal. Elysium, ich komme. Ja, aber eher auf Umwege. Pass auf deine Finger auf, Doc. Sobald der Korken das erste Ziel trifft, löst die Waage das Fallbeil aus. Es wäre verrückt zu glauben, dass das funktioniert. Aber noch verrückter wäre es anzunehmen, ich wäre hier in Sicherheit. Ja, warum gehst du dann nicht? Nur mal so? Oh, ich will das gar nicht tun. Schau gut hin. Rufus, nein. Oh oh. Doc, oh oh. Doc, das ist kein guter Platz für ein Nickerchen. Der Bunsenbrenner könnte jeden Augenblick das Wasser in der Vase zerkochen. Und wenn die Waagschale nach oben geht, löst sie die Guillotine aus. Die Zündschnur brennt auch schon. Doc, hörst du denn nicht? Aufwachen! So ein Mist! Doc retten oder nach Elysium? Doc retten oder nach Elysium? Verdammt, was mache ich nur, was mache ich nur, was mache ich nur? Kann ich jetzt überhaupt irgendwas machen? Ich habe hier einen Pfannenstiel. Zirkusreif wie immer. Okay, was kann ich jetzt mit dem Messer machen?
kann ich denn jetzt mit dem Messer machen? Sehr clever. Ich löse das Problem einfach im Ausschlussverfahren. Doc wird stolz auf mich sein, wenn er nicht in den nächsten Sekunden geköpft wird. Kann ich vielleicht das Seil hier einfach so durchwerfen? Nee. Pfannstielblase. Aber wo muss ich das hinwerfen? WTF? Gas? Nee, bringt ja auch nichts. Das ist schon kaputt. Sehr clever. Ich löse das Doc wird, wenn er nicht in den nächsten... Mit einem gut gezielten Wurf könnte ich treffen. Aber das würde nur das Fallbeil auslösen. Und irgendwie bezweifle ich, dass Doc dann noch in der Stimmung für tosenden Applaus ist. Stimmt wohl, ja. Kann ich den mit aufwerfen? Mit einem gut gezielten Wurf? Aber ich weiß einfach nicht mehr, auf welcher Seite das Glasauge ist. Gut, du triffst sowieso nicht, insofern. Wo muss ich denn das hinwerfen? WTF? Sehr clever. Ich löse Doc wird, wenn er nicht in... Ich muss das auf jeden Fall irgendwo hinwerfen. Aber wohin? Ich meine, ich habe ja nichts hier, ne? Hä? Sehr clever. Ich löse Doc, wenn er nicht in den... Ich habe hier doch nichts mehr. Vielleicht kann ich ein bisschen Schwarzpulver daraus kratzen. Das sollte die Flugeigenschaften des Sägeblatts ja nicht weiter beeinträchtigen, oder? Die sind sowieso recht zweifelhaft, die Flugeigenschaften eines Sägeblatts. Das kitzelt. Was bringt mir das jetzt? Mit dem richtigen Schwung könnte ich das Schwarzpulver in den Lufteinzug des Blasebalgs katapultieren. Easy und vollkommen realistisch. Ja, auf jeden Fall. Wenn das Schwarzpulver die Flamme erreicht, könnte sie das Gas entzünden. Und dann gibt's bestimmt eine interessante Kettenreaktion, deren Ausgang sich schwer vorhersehen lässt. Worauf warte ich noch? Oh oh. Ich habe Doc gerettet! Um Gottes Willen. Tja, ich glaube, an der Berechnung hapert es ein bisschen, oder? Rufus? Rufus? Was denn? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Wie kommst du hierher? Ich verstehe es nicht. Da gibt's auch nichts zu verstehen. Die ganze Geschichte ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Und da wir hier von Rufus sprechen, hauptsächlich erstunken. Cletus? Natürlich Cletus. Warum so überrascht? Ich bin nicht derjenige, der hier uneingeladen hereingeplatzt ist. Ich bin hier, um meinen Planeten zu retten. Gut gemacht, Dämlack. Goal und ich waren uns einig. Es stimmt, dass ich dem Ältestenrat die Existenz der Deponianer verheimlichen wollte, damit Deponia gesprengt werden kann. Aber Goal hat mich überzeugt, die Wahrheit zu sagen. Wir waren kurz davor, Deponia zu retten. Das Notboot sollte uns nach Elysium bringen. Natürlich. Nun ist es fast zerstört. Wir werden es nicht nach Elysium schaffen. Und der Ältestenrat wird niemals von den Deponianern erfahren. Bravo, Rufus. Das war hochbegabt. Hör nicht auf ihn, Goal. Der lügt wie gedruckt. Ich weiß nicht. Seine Version klingt irgendwie plausibel. Er hat dich schon einmal angelogen. Die Goal, die ich kenne, hätte ihm das niemals durchgehen lassen. Du kennst eben nur einen Teil von Goal. Die idealistische, naive Goal. Ich kenne vor allem die kämpferische Goal, die für ihre Überzeugung einsteht. Es gibt aber noch einen dritten Teil. Und dieser Teil ist auf meiner Seite. Nicht wahr, Goal? Es gibt keinen dritten Teil. Sag es ihm, Goal. Ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Natürlich nicht. Bei der brillanten Aktion dieses Flo-Sachs wurde dein Hirnimplantat beschädigt, was ja langsam zur lieben Gewohnheit wird. Ich bring das wieder in Ordnung. Jetzt kapier es doch endlich. Du wirst hier nicht gebraucht. Wenn du Goal wirklich helfen willst, dann spring ab. Wir sind direkt über dem Meer. Mit etwas Glück überlebst du den Sturz sogar. Nein. Nein, das ist nicht richtig. Na komm. Tu das, was für Goal das Beste ist.
Und das zwar? Sieht aus wie ein Schleudersitz. Nanu, da ist ja noch Staub auf der Plakette. Ein Schrumpfstrahler. Hehe, das ist ja sogar besser als ein Schleudersitz. Okay. Ich bin das Beste für Cole. Nein, halt! Warum passiert denn da gar nichts? Kann es sein, dass... Oh, oh. Nein, Cole! Du Idiot! Cole! Ups. Nein, 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 nein! Du verdammter Idiot! Cletus, hilf mir! Warte, geh nicht weg! Ich hol dich! Irgendwie... Siehst du es jetzt? Siehst du, was du für einen Schaden anrichtest? Cletus! Keine Panik, ich mach das! Warum tue ich der Welt eigentlich nicht den Gefallen, dich umzubringen? Ich komme, Cole! Halte durch! Hey, wo willst du hin? Ich hab dich gleich! Pass auf! Das Seil kann jeden Moment reißen! Ah, da bist du! Denkst du etwa, du kannst hier einfach abhauen? Sag Tschüss, Rufus! Cletus, nein! Cletus! Oh, na toll. Wer ist jetzt hier der Idiot, hä? Ach du Kacke. Stimmt, ja. So ein Lackschott, ne? Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er es tatsächlich getan hat. Mach dir mal keine Sorgen. Er ist wie ein Wombat. Er fällt oft, aber er landet immer wieder auf allen, anderen. Ich weiß. Was ist das für ein Geräusch? Was zum... Cole? Red kein Unsinn. Wenn das Cole war, dann käme am Ende ja noch... Rufus. Rufus. Aua. Oh Gott. Wo ist Cletus jetzt? Alles bereit für die Sprengung, Herr Amtmann. Zur Kenntnis genommen, Sprengwart. Ist noch was? Gibt es keine neuen Anordnungen? Wir könnten jetzt die Zündsequenz einstellen. Ihr Eifer in allen Ehren, aber das hier ist nicht das Gründonnerstagsmanöver. Es geht darum, das gesamte Gebiet um das Rostrote Meer zu vernichten, Herrgott. Noch vor der eigentlichen Planetensprengung. Ich verstehe, Herr Amtmann. Unterbrechen Sie mich nicht. Ich weiß selbst, was hier auf dem Spiel steht. Denken Sie etwa, ich wäre mir der Tragweite nicht bewusst? Es stimmt. Inspektor Cletus hat Elysium noch nicht erreicht. Wir können nur raten, was ihn aufgehalten hat. Aber solange noch immer Hoffnung besteht, dass er seinen Auftrag erfüllt, besteht kein Grund zur Sorge. Und so lange möchte ich auch nichts von irgendwelchen Zündsequenzen hören. Haben Sie das verstanden? Ja, Herr Amtmann. Cletus wird es schaffen. Er wird den Ältestenrat davon überzeugen, dass es kein Leben auf Deponia gibt. Und wenn nicht, werden wir eben dafür sorgen, dass der Planet unbewohnt ist. Weggetreten. Ich habe zu viele eigene Sorgen, um mich auch noch mit Ihren moralischen Zweifeln auseinanderzusetzen. Also raus! Raus, habe ich gesagt! Ja, Sir. Wo zum Kehricht steckt dieser Cletus? Oh oh. Ich glaube, die Frage hat sich gerade beantwortet. Nur die besten Legenden starten mit brennenden, durchtrennten Notbootwänden. Was in der Tat Coles Implantat fast zerstört und ihr die Heimkehr verwehrt hat, aber auch Voraussetzung war für das bevorstehende, wenn man ehrlich das Ende des ersten Teils hatte eh niemandem gefallen und so gibt's als Konsequenz letzten Endes noch eine weitere Chance auf Happy Ends. So richtig mit Dancen und Saufen und allem. Und mit Saufen und allem. Au,
Autschi. Ich glaube, ich muss meinen Chiropraktiker feuern. Doc? Ah, wir haben angelegt. Aber wo sind die denn alle? Ah, ein Zettel von Bozo, dem alten Piraten. Guten Morgen, Schlafmütze. Doc hat Goal in seine Praxis gebracht. Endlich denkt mal einer mit. Es schien ihr nicht gut zu gehen. Blut aus den Ohren. Wenn du mich suchst, ich bin in der Spelunke. Spelunke? Das klingt nicht übel. Ah, da steht noch was. Vergiss nicht, bei Doc vorbeizuschauen. Er braucht deine Hilfe. Warum kommt nie jemand ohne mich aus? Tja, die Welt scheint ab und zu mal einen Vollidioten zu brauchen. Ich mach mal kurz einen Cut, ich bin gleich wieder da, beziehungsweise für euch in der nächsten Folge.